So Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ich alleine. Und zwar geht es um ein Thema, was euch echt viel beschäftigt, und zwar meine Nasen-OP. Und ich werde so ein paar Fragen von euch beantworten. Ihr habt mir echt viele Fragen gestellt dazu. Und ich werde euch so ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen, warum ich das gemacht habe, wie es verlaufen ist. Und ja, auf jeden Fall. Finde ich es auf jeden Fall schön, dass sehr viele von euch das auch wissen wollen, weil ich glaube, heutzutage stehen auch einfach sehr, sehr viele Leute nicht dazu. Und ich verstehe auch gar nicht warum, weil ich glaube, wenn es so kleine Sachen sind und wenn man es nicht übertreibt, sind OPs vollkommen okay, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich, ist dieses Video ganz gut für alle, die auch gerne so etwas machen wollen. So, fangen wir mal an. Und zwar, war auch die erste Frage, warum ich mich dazu entschieden habe, das zu machen. Also, ich war schon immer sehr unglücklich mit meiner Nase, weil, ihr müsst euch mal so vorstellen, also es werden auch noch Vorher-Nachher-Bilder gleich kommen. Ich hatte vorher eine sehr lange Nase und hier noch so ein Huckel. Und von der einen Seite war in dem Huckel so ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, ob es so ein Bruch ist oder halt so ein Teil, was hier reinfällt, also so eine Lücke. Und immer wenn ich zum Beispiel meine Nase, wenn ich, keine Ahnung, die putzen musste oder so eingesogen habe, zum Beispiel wenn ich das jetzt gemacht habe, dann tat das total weh, weil es hier dran, also an diesem Huckel gedrückt hat. Und das war erstens ein Grund, warum ich es machen wollte. Und ich bin ehrlich, es war auch ein Schönheitsgrund, also der Rest, den ich machen wollte, weil eben optisch meine Nase mir einfach nicht wirklich gefallen hat. Und ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, wenn ich mich für etwas entscheide, dann ziehe ich das auch eigentlich meistens durch. Und ich habe echt lange mit meinen Eltern darüber geredet, weil meine Eltern sind gegen sowas. Ich kann es auch verstehen, bei uns in der Religion ist das auch ein Tabuthema eigentlich, etwas am Körper ändern zu lassen. Das soll man ja nicht machen. Und nach langem Hin und Her, meine Eltern sind so, die stehen zu mir und die wussten, ich fühle mich echt unwohl damit. Und dann hat auch mein Vater gesagt, ganz ehrlich, wenn du dich damit unwohl fühlst und wenn es dich wirklich so stört, dann mach's. Das ist deine Entscheidung, du bist alt genug. Und ja, so habe ich dann irgendwann nach langem Hin und Her meine Eltern überredet. Genau, also kommen wir zu jetzt den wichtigsten Fragen. Und zwar, wo hast du deine Nase machen lassen? Bei welchem Arzt war das? Ich habe meine Nase in Istanbul machen lassen. Ich habe gezielt Istanbul genommen, weil meiner Meinung nach machen die schönsten Nasen. Plus, dass es dort einfach günstiger ist als hier in Deutschland. Ich habe auch Ärzte in Deutschland gesucht. Es gab auch ein paar gute, aber die waren im 4.000 bis 5.000 € Bereich. Und ich bin ehrlich, Leute, dann dachte ich mir, ob ich mir jetzt noch einen Urlaub dazu mache und auch ein bisschen was anderes sehe oder ob ich jetzt hier bleibe und so viel Geld zahle. Dachte ich mir, komm, ich mache das in der Türkei und gut ist. Also nach langem Hin und Her ich hatte damals ein Mädchen gefolgt auf Instagram und die hatte eine übertrieben schöne Nase, Leute. Also ich hatte noch nie so eine schöne Nase gesehen und ich hatte das Mädchen auch drauf angeschrieben. Ich meinte auch, dass sie mir das auch nicht sagen muss, wenn die operiert ist, aber ich habe ihr halt erzählt, so, dass ich meine gerne machen lassen würde und dass ich ihre perfekt finde und genauso eine haben möchte. Und sie hatte mir auf jeden Fall Dr. Volkan Kaya empfohlen. Das ist der Arzt, der mich operiert hat in Istanbul. Dieser Arzt befindet sich in Bakırköy. Ich gucke nochmal, ob ich die Adresse und sowas finde, aber ihr findet ihn über Instagram. Da gibt es auch Bilder von mir, also da könnt ihr euch auch nochmal meine Nase ansehen. Und ja, ich hatte den Arzt dann angeschrieben. Ich hatte ihm vorher Bilder von meiner Nase geschickt, wie es aussieht. Und hatte ihm Bilder geschickt, wie ich das gerne haben möchte. Er hat sich das Ganze dann angeguckt, hat mir einen Preisvorschlag gemacht. Und ja, so fing das alles an, dass er sich das anguckt hat, dass er dann zu mir meinte, dass er das auf jeden Fall machen könnte. Natürlich ist jede Nase anders, also ob es jetzt genauso aussieht, ne, das kann man ja nie sagen, aber ich bin halt wirklich mit diesem Risiko gegangen, dass er gesagt, wir werden das auf jeden Fall so hinbekommen und ich soll mir keine Sorgen machen. Und ja, nach langem Hin und Her verhandeln kam ich dann auf 2.100 noch was, ungefähr um den Dreh. Ich weiß es jetzt nicht genau, weil die OP ist jetzt schon fast 1,5 Jahre her.
Und ja, also es gab auch eine Frage wegen den Kosten. Die Frage war, was hattest du alles im Preis inbegriffen? Im Preis inbegriffen war nur die Nasen-OP und der Aufenthalt im Krankenhaus danach. Also müsst ihr euch so vorstellen, mein Hotel habe ich selber bezahlt. Genau, das Flugticket habe ich selber bezahlt. Das müsst ihr halt selber bezahlen, das übernimmt der Arzt nicht. Es gibt Kliniken, wo der Arzt das übernimmt, aber da kommt ihr auf den gleichen Preis raus, wie wenn ihr das in Deutschland macht. Ich hatte auch ein paar andere Kliniken angeschrieben, aber im Endeffekt wäre das auch auf 5000 noch was Euro hinausgelaufen. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich suche mir selber ein günstiges Hotel. Ich hatte ja auch Erins Hilfe. Erin hat das auch wirklich alles geklärt. Also ich bin ihm so dankbar, wirklich ohne ihn. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hätte. Aber er hat sich um das Hotel gekümmert, wo ich unterkomme, dass es auch wirklich in der Nähe von der Klinik ist. Also es war 10 Minuten von der Klinik nur. Und ich war total zufrieden. Also alles ist gut gelaufen, Flug etc. Alles Bombe. Und ja, genau, kommen wir nochmal zum Gespräch mit dem Arzt. Also es war dann so, dass wir uns auf ein Datum geeinigt haben. Das war damals Ende August. Normalerweise ist es nicht gut, wenn ihr eine Nasen-OP macht, dass ihr das im Sommer macht, weil eben die Heilung einfach länger dauert wegen der Hitze. Deswegen empfiehlt es sich immer, das im Winter zu machen. Aber ja, ich wollte jetzt auch nicht so lange warten und der Arzt hatte mir dann eben Ende August vorgeschlagen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welcher das war. Ich weiß nicht, ob es der 18. oder 21. war, irgendwo um den Dreh. So, Flugtickets gebucht. Die waren damals auch nicht so teuer. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber die waren auf jeden Fall nicht so teuer. Und dann sind wir auf jeden Fall dahin gekommen. Wir waren erst mal 3 Tage vorher in Is Also, so, sorry, ich hab's vergessen. Mein Flug wurde für 2 Wochen gebucht, weil der Arzt mir meinte, ich muss auf jeden Fall 2 Wochen in Istanbul bleiben. Für die Vorkontrolle, OP und Nachkontrolle. So. Genau, 3 Tage vorher hatte ich halt noch Zeit. Dann sind Ellen und ich ein bisschen durch Istanbul. Haben uns die ganzen Sachen angeguckt. Ich habe ein bisschen Türkisch gelernt, Essen shoppen etc. Genau, und dann kam 3 Tage danach die Kontrolle. Und ihr müsst euch so vorstellen, also das seht ihr jetzt gleich hier auf dem Bild. Er hatte so ein 3D-Bildschirm und genau an dem Bildschirm macht er vorher, also vorher machen die Bilder von euch. Das heißt, sie machen gerade von euch Bilder, seitlich von euch Bilder, von der anderen Seite Bilder. So dass sie perfekt Bilder davon haben, von jeder Perspektive, auch von unten und zum Beispiel von oben, wie eure Nase aussieht. Und er lädt diese Bilder auf diesem Bildschirm hoch und dann seht ihr euch als 3D-Figur, wie ich hier gerade angezeigt. Und dann setzt ihr euch mit dem Arzt hin und er formt sozusagen die Nase so, wie ihr sie haben wollt. Dabei muss ich sagen, jede Nase ist anders und der Arzt kann auch nicht immer diese Wunschvorstellung machen, die ihr haben wollt, weil es liegt auch einfach daran, wenn ihr zum Beispiel eine sehr, sehr große Nase habt, ist euer natürlicher Knochen auch einfach viel größer. Und ihr müsst euch vorstellen, Ärzte müssen ja auch auf die Gesundheit achten und die dürfen auch nicht zu viel wegmachen, weil dann eben die Nase einfallen kann. Zum Beispiel sehr, sehr viele Stars, ich weiß nicht, ob ihr das manchmal seht, aber die haben dann so ein bisschen eingefallene Nase und das liegt einfach daran, dass der Knochen zu viel gekürzt wurde. Ja, wie gesagt, also Adam war ja sowieso mein Dolmetscher. Er hat das alles übersetzt. Er hat dem Arzt genau gesagt, was ich haben wollte. Er hatte die Bilder, die ich haben wollte. Und wir haben demnach die Nase geformt. Er wollte mir als erstes so eine, ja, so eine Schweinchennase machen. Das ist halt so ein Trend gerade in Istanbul oder war es in der Zeit, wo ich damals war, so halt diese Barbie-Nasen zu haben, also die halt wirklich so ein bisschen nach oben gehen. Ich wollte das nicht haben. Ich habe zu ihm gesagt, ich möchte eine schöne, schmalere Nase haben. Ich möchte den Huckel nicht mehr haben und ich möchte, dass sie unten so leicht abgerundet ist, auch nicht zu viel. Und ich habe gesagt, die soll einfach schön so gerade fallen, ohne zu viel Schwung. So ein kleiner Schwung kann bleiben, aber ich wollte es wirklich nicht zu übertrieben haben. Ich wollte auf jeden Fall meine Nase einfach kürzer haben und den Huckel weg haben. Und ja, nach langem Hin und Her haben wir dann wirklich die Nase geformt, die ich haben wollte. Und ja, am nächsten Tag war dann auch schon meine OP. Also, müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt diesen Termin, ihr entscheidet, wie es aussehen soll. Und am nächsten Tag ist schon direkt die OP.
Und genau, es war auf jeden Fall sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, ob es 8 Uhr morgens war oder 7 Uhr morgens. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es war eher früher meine OP. Und ich weiß auch, ich sollte meine Tasche packen, Pyjama, keine Ahnung, Putzzeug. Ich habe alles Mögliche eingepackt. Ich durfte davor. Ich weiß nicht, ob ich einen Tag davor nicht duschen durfte. Ich weiß nicht, ob es so war. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich weiß es nicht. Ich muss Adam fragen. Aber auf jeden Fall durfte ich halt nicht geschminkt kommen. Meine Piercings sollten rauskommen. Ein paar sind aber trotzdem drin geblieben, weil ich die damals neu gestochen hatte und die nicht raus durften. Am besten keine Fingernägel, weil die müssen die so ein Teil hier dran stecken, damit die immer diese Pulswertung, Blutwert, ich weiß nicht genau, was die messen, aber auf jeden Fall sollte man keine Nägel haben. Ich hatte trotzdem Nägel, aber etwas kürzere. Genau, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Also, manche Ärzte sind doch knallhart und schneiden euch die bei der OP ab. Also, die Nägel deswegen immer noch mal nachfragen, aber mir wurden die auf jeden Fall nicht abgeschnitten. Und genau, dann am nächsten Morgen sind wir hingefahren, Erin und ich, mit dem Taxi und mit dem Bus. Und wie gesagt, es waren nur 10 Minuten von unserem Hotel. Ich muss sagen, das war auch eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich war nicht aufgeregt, ich habe mich eher gefreut. Ich weiß nicht, also viele Menschen sind ja in dem Moment richtig aufgeregt und haben Angst und wissen gar nicht so, was auf die zukommt. Aber ich war da irgendwie voll gechillt. Ich habe mich einfach nur auf meine Nase gefreut. Ich bin wirklich mit diesem Gefühl reingegangen, ey, ich werde der glücklichste Mensch auf der Welt jetzt sein. Und ich mache es, weil es mich glücklich macht. Und ja, mit diesem Gefühl bin ich reingegangen. Auf jeden Fall wurde mir vorher diese Anästhesiespritze gegeben. Da war ich noch in meinem eigenen Krankenzimmer. Also ihr müsst euch vorstellen, er packt euch in ein Krankenhaus und da wird auch die OP durchgezogen. Das ist aber nicht sein eigener OP-Bereich. Das ist ein extra Krankenhaus, wo er hinkommt und dich operiert. Und ihr habt euer eigenes Zimmer, also müsst euch das nicht mit Leuten teilen, ihr seid da alleine. Da ist aber noch so eine Schlafcouch, damit zum Beispiel eure Begleitung mit da schlafen kann. Und dann kommt auch irgendwann die Krankenschwester, je nachdem, ob ihr aufgeregt seid oder nicht, die beruhigt euch, die nimmt Blut ab, gibt euch diese Infusion rein. Und genau, so war das dann bei mir. Ich kam an, wurde in dieses Krankenzimmer geschickt. Ich musste meinen Anästhesiebogen ausfüllen, also diesen ganzen Papierkram. Da schreibt ihr halt rein, ob ihr Allergien habt, ob ihr schon vorher operiert wart, ob ja, es irgendwelche Krankheiten gibt. Das ist halt ganz wichtig für die Ärzte. Und so, sorry, das war meine Mama. Genau. Auf jeden Fall, genau, wurde mir dann die Anästhesie gegeben und dann hieß es, dass ich soll warten, bis der Arzt kommt. Und dann kam auch irgendwann der Arzt und der Arzt hat mich halt mit seinem Kollegen auf diese Liege geparkt und dann wurde ich schon in dieses OP-Zimmer geschickt. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wann ich eingeschlafen bin. Ich weiß nur noch, dass am Ende, also wo wir in dieses Zimmer kamen, der Arzt meinte, du wirst unnormal glücklich aufwachen, deine neue Nase wird dir sowas von stehen und du wirst todesglücklich sein, ich soll mir keine Sorgen machen. Und genau an die Worte erinnere ich mich noch, dass er auf jeden Fall zu mir meinte, er hat auch bezüglich deswegen auf Englisch mit mir geredet, das habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass beim Gespräch, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr auch kein Türkisch könnt, er kann Englisch reden und wenn ihr gutes Englisch könnt oder zum Teil halt erklären könnt auf Englisch, dann habt ihr eigentlich gar keine Probleme. Aber wie gesagt, es war schon sehr gut, dass er dann da war, weil er konnte detailliert auf Türkisch erklären, was ich wollte. Ich konnte halt nur so ein bisschen erklären, aber ihr kennt das ja, wenn ihr eine Sprache nicht so gut könnt, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber ich habe zum Teil mit ihm auf Englisch geredet und der hat das alles perfekt verstanden. Genau, meine OP hat auch fast 2 Stunden gedauert. Er meinte auch, dass meine OP die längste war. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich hatte auch keine Komplikationen. Also er hat mir auch gesagt, dass das alles super verlaufen ist. Ich hatte auch kaum Blutungen oder sonst was. Also er meinte selber, dass ich die OP super vertragen habe und ja, es auf jeden Fall sehr, sehr schnell abschwillen wird. Und ja, genau. Ja, ich wurde dann in dieses OP-Zimmer geschickt. Ich habe auch ziemlich lange geschlafen. Ich erinnere mich auch gar nicht, wie lange. Aber ich weiß so, dass Erin richtig süß neben mir auf der Couch geschlafen hat.
Und direkt nach der OP war das halt so, ihr müsst euch vorstellen, es ist eine frische Wunde, ihr habt hier dieses Pflaster und am Anfang seid ihr nicht angeschwollen. Das heißt, also ich war am Anfang gar nicht angeschwollen. Also es war alles top, nur dass halt dieser Verband um meine Nase war. Aber es ist normal, es ist eine frische Wunde. So gerade nach der OP tat es bei mir noch etwas weh. Ich hatte halt so einen Druck auf dem Kopf. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist wie wenn ihr Kopfschmerzen habt und so einen krassen Druck auf dem Kopf habt, der euch genau hier drückt. Und genau dieses Gefühl habt ihr. Und dass halt eure Nase einfach verstopft ist, das ist normal, weil es drinnen geblutet hat und alles. Und ja, genau. Also meine Nase war in dem Sinne verstopft und ich hatte halt diesen Druck im Kopf. Und ich weiß auch, dass als ich wach wurde, er dann direkt auch den Arzt gerufen hat, der Arzt dann zu mir kam mit seinen Kollegen, die mich gefragt haben, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und ich bin ehrlich, ich habe mich gut gefühlt. Mir ging es auch nicht scheiße oder so. Ich habe auch direkt danach gegessen. Ich hatte Todeshunger, da erinnere ich mich doch dran. Ich habe direkt alles gegessen und der Arzt meinte selber so, also er hat mich angeguckt, er meinte, okay, ihr Appetit ist gut, ihr geht's gut, sie kann entlassen werden. Und so war das auch. Ich wurde auch direkt, also sozusagen, ich habe da diesen Schlaf. Nein, ich habe, wie heißt das, auf jeden Fall meine Narkose, genau, habe ich ausgeschlafen und genau, irgendwann danach, ich weiß nicht mehr wann es war, durfte ich wieder nach Hause gehen. Also das heißt, ich habe dann nur meine Narkose ausgeschlafen und der Arzt hat direkt gesagt, okay, ihr geht's gut, sie fühlt sich super, sie ist bei Sinnen, sie isst gut, sie hat kaum Schmerzen. Und da meinte er auch zu mir, wenn ich nach Hause möchte, kann ich ruhig nach, also ins Zimmer gehen, dann kann ich ruhig ins Zimmer gehen. Und wir sind doch ehrlich gesagt direkt auch danach ins Zimmer gefahren. Ich weiß, ich habe mich einfach wohler gefühlt, ins Hotelzimmer zu gehen, weil ich weiß nicht, kennt ihr das? Man schläft einfach besser und man fühlt sich irgendwie so freier. Und ja, so war das auf jeden Fall, dass ich danach direkt ins Hotelzimmer gegangen bin. Und der Arzt meinte auch, dass es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, dass ich Bettruhe habe. Erstmal die ersten paar Tage. Ich durfte auch nur breiige Sachen essen oder ja, so suppige Sachen, ne? Und ich durfte nur ganz leicht so ein paar feste Sachen essen, aber genau, halt so von den Getränken, ja, am besten Wasser etc. Und ja, ich durfte auch lange Zeit nicht duschen. Das muss ich euch auch sagen. Also ihr dürft eine lange Zeit, ich glaube, ich habe eine Woche nicht geduscht. Klar, ich habe ganz langsam mich so mit so einem Lappen abgewischt und so, aber man darf es halt nicht, weil eben es alles noch frisch ist und man darf einfach kein kalkhaltiges Wasser etc. auf die Wunde kommen. Und deswegen, ihr dürft euer Gesicht nicht waschen, ihr dürft es nur ganz leicht mit so einem Lappen so ganz leicht abwischen. Bist du die ganze Zeit über im Hotel geblieben? Ja, ich bin die ganze Zeit über im Hotel geblieben. Also wie gesagt, der Arzt hatte mir gesagt, ich muss 2 Wochen in Istanbul bleiben, eben wegen den Kontrollen. Und das war auch so, dass ich erstmal, ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 Tage im Hotelzimmer, nee, das waren 3 bis 4 Tage im Hotelzimmer war. Und ich glaube, am 5. Tag war meine Ärztekontrolle, ob alles gut ist. Da haben die auch diesen Verband sich angeguckt, ob da noch alles fest dran ist. Und genau. Das war so mein erster Kontrolltermin. Da haben die erstmal so ganz leicht geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und da haben die auch schon direkt gesehen, ob das Ergebnis gut wird oder nicht und ob da irgendwelche krassen Schwellungen sind. Ich kann euch auch sagen, dass ich anfangs, also im Hotelzimmer, ja, so nach 2 Tagen und so zweiten, dritten, vierten Tag am geschwollensten war. Ich kann euch auch gleich nochmal ein Bild zeigen. Und danach ging das alles so ein bisschen weniger, aber ich war echt nicht so krass. Blau unter den Augen. Ich war meiner Meinung nach vollkommen normal. Also ich kenne das noch damals von meiner Abiturzeit, wo sich viele ihre Nase haben machen lassen, dass sie komplett blau waren und voll angeschwollen waren. Ich war einfach nur angeschwollen, aber wirklich blau war ich gar nicht. Und mir ging es auch voll gut. Ich weiß noch, Edon und ich, also eigentlich darf man das nicht, Leute. Ich sage auch nochmal, bitte. Wenn ihr es nicht braucht, dann macht es nicht. Aber ich weiß noch, ich bin am 3. Tag mit Erin schon rausgegangen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr zu liegen. Ich brauchte frische Luft.
Und ich bin ganz normal spazieren gegangen. Es war wirklich todesheiß. Es war fast um die 40 Grad damals. Es war extrem heiß. Und wir sind echt durch den Schatten gelaufen. Wir haben ganz normal so ein paar Milchshakes und sowas getrunken. Also wir sind auf jeden Fall am dritten Tag rausgegangen. Ich brauchte das. Ich bin auch danach gefühlt jeden Tag rausgegangen. Ich kann euch aber nur sagen, die Sonne tut einem nicht gut. Also der Heilungsprozess dauert einfach länger. Und ich hatte das auch schon gemerkt, dass durch diese starke Hitze und diesen Verband hier, dass es einfach so immer, ja, so leicht angeschwollen war. Und das war auch meine Schuld, da ich rausgegangen bin. Aber ja, wie gesagt, also die ganze Zeit im Hotelzimmer konnte ich auch nicht. Ich durfte auch vom Arzt her rausgehen, aber halt nicht so früh. Also nicht nach 3 Tagen direkt. Und genau, zu der Frage nochmal, ob ich nach der OP Schmerzen hatte. Ich hatte danach, also ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Ich kann euch sagen, ich kann euch die Angst nehmen. Ich weiß nicht, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden, Leute, aber mir tat es gar nicht weh. Ich sag auch zu jedem Menschen, der das machen will, Leute, es tut nicht weh. Und wenn es sein müsste, ich würde es sogar nochmal machen. Also so wenig tat mir das weh, ne? Es ist, wie gesagt, nur ein leichter Druck. Es ist nichts Schlimmes. So. Wie lange hattest du Schwellungen? Ich war auf jeden Fall eine Woche lang angeschwollen. Ja, bestimmt schon so sogar ein bisschen länger, 8 bis 9 Tage war ich schon leicht angeschwollen. Ich glaube, so nach 10 Tagen hat das aufgehört. Da wurde es ein bisschen normaler, da wurde auch meine Nase immer besser. Ach ja, genau, sorry, was ich vergessen hatte, ist, ich bekomme vom Arzt Medikamente. Und ich glaube, ich hatte so 5, 6 Medikamente. Ich hatte verschiedene Nasensprays. Ich weiß, es waren auch so ölige Nasensprays, damit eben diese Wunden hier weggehen. Also diese ganzen krustigen Wunden, damit die von diesem Öl selber weggehen. Ich hatte Tabletten für die Abschwellung, also damit das schneller abschwillt. Ich hatte auch Schmerztabletten, aber die habe ich ehrlich gesagt nicht genommen, weil ich keine Schmerzen hatte. Ich hatte Vitamine, weil eben der Körper nach einer OP geschwächt ist. Ich weiß noch, ich musste Vitamine zu mir nehmen. Ich musste auch kräftig irgendwann danach essen, also am besten Suppen mit Hähnchen und alles Mögliche. Also der meinte, iss so viel, wie du kannst, weil dein Körper muss wieder zu Kräften kommen. Und ihr müsst euch vorstellen, je mehr ihr esst und je mehr ihr trinkt, umso schneller heilt der Körper, weil der Körper auch diese Energie wieder zurückbekommt, umso schneller werden eure Wunden auch verheilen. Und so war das bei mir, dass ich auch extrem viel gegessen habe. Und es ging mir auch von jedem Tag zu jedem Tag wieder besser. Wie gesagt, ich habe auch meine Mama direkt angerufen. Meine Mama hat sich mega Sorgen gemacht, weil ich bin woanders. Ich bin mit Adam. So, weißt du, die hat sich einfach extrem Sorgen gemacht. Und ja, also sie hatte selber, also sie hat sich das angeguckt und sie meinte selber, ey, ich habe es mir echt viel schlimmer vorgestellt. Du bist kaum geschwollen, du siehst topfit aus, du gehst raus, dir geht's gut. Und ja, da war auch die Beunruhigung von meiner Mama weg. Genau. Zur nächsten Frage: Hattest du Atemprobleme nach der OP? Nein, hatte ich nicht. Klar, man kann nicht atmen, aber das wurde im Laufe der Zeit immer besser, weil, wie gesagt, durch die Medikamente sind eben diese ganzen Krusten und alles, was man halt eben hat, diese Blutungen einfach weggegangen. Und ja, so viel zu dem Thema. So, kommen wir jetzt zu meinem, ich glaube, das war der 12. oder 10. Tag. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich die erste Kontrolle, wo man mir dann endlich meinen Gips entnommen hat. Und ich sage euch das jetzt schon mal so, weil damit ihr wisst, also, wie es sein kann. Ich weiß auch damals, der Arzt hat mir meinen Gips weggenommen. Und meine Nase, also wenn eure Nase operiert ist, die sieht ganz anders aus als das Endergebnis. Ihr dürft nie davon ausgehen, dass eure Nase direkt am Anfang genauso aussieht, wie sie aussehen wird. Weil die Nase einfach noch geschwollen ist, die Nase nimmt noch die Form an, die Nase muss sich noch anpassen und etc. Also diese ganzen Sachen kommen dazu. Und es hat bei mir bis jetzt gedauert, das ist auch zwar noch eine Frage von euch, es hat bis jetzt gedauert, bis die Nase ihre Form ungefähr erhalten hat. Und ich sag euch ehrlich, meine Nase hat immer noch nicht komplett diese ganze Schwellung weg. Also es sind jetzt 1,5 Jahre und ihr müsst euch vorstellen, der Arzt sagt euch, es dauert bis zu 2 bis 3 Jahre, bis die Nase genauso ist, wie sie sein soll. Weil dieser Heilungsprozess in der Nase einfach so lange dauert.
Und meine Nase gefällt mir übertrieben, aber zum Beispiel hier ist so noch eine ganz kleine Schwellung. Die spüre ich auch, wenn ich drauf drücke. Und von den anderen Seiten ist die Schwellung komplett weg. Aber wie gesagt, nur noch hier so ganz leicht. Aber es wird immer und immer weniger nach der Zeit. Also ich glaube, nach einem Jahr hat mir meine Nase erst zu 100% gefallen. So. Und genau, kommen wir nochmal dazu. Also ich weiß auch damals, als diese erste Kontrolle war und er mir diesen Gips abgenommen hat. Und ich schwöre euch, Leute, ich habe mir das im Spiegel angeguckt und ich sah aus wie ein anderer Mensch. Wirklich. Am Anfang sah ich komplett anders aus. Und ich muss einfach heulen. Also ich habe nicht geheult, aber ich war kurz davor. Und dann hat der Arzt auch gefragt, was ist los, ne? Und ich meinte so, ich weiß nicht so, die Nase sieht so ganz anders aus, so, die sieht gar nicht passend zu mir aus. Und der Arzt hat mich direkt beruhigt und meinte, guck mal, das ist das, was ich meinte. Eine Nase sieht am Anfang nie direkt so aus, wie es aussehen soll. Er meinte, deine Nase ist total geschwollen. Es wird alles noch weggehen. Das wird sich dein Gesicht anpassen. Du wirst ganz anders aussehen. Warte. Gesagt, getan. Am letzten Tag hat er mir dann nochmal ein neues Pflaster rangemacht. Meine Nase sah dann auch schon viel besser aus. Genau, ich hatte ein neues Pflaster etc. Und das war am 13. Tag. Und am 14. Tag sind wir wieder zurückgeflogen. Und ich weiß auch, dass der Arzt auch zu mir meinte, egal was ist, du kannst mich anrufen über Videochat. Der Arzt zeigt euch auch Videos, wie ihr eure Nase pflegen müsst, weil das ist halt so, die Nase heilt und die Nase verformt sich immer noch. Und es ist diese Zeit, wo gerade euer Verband weggeht. Das ist die wichtigste Zeit, damit eure Nase die Form bekommt, die ihr haben wollt. Das heißt, ihr müsst eure Nase jeden Tag massieren, ihr müsst jeden Tag diese Nasentropfen reinspritzen. Und diese Massagen sind so wichtig, Leute. Ich sag's euch nur, weil durch diese Massagen sind meine kompletten Schwellungen weggegangen. Meine Nase hat sich um 180 Grad geformt. Die wurde viel, viel schöner jeden Tag, nachdem ich massiert habe, weil ihr einfach diese Schwellungen wegmassiert. Und das ist das Wichtigste. Und euer Arzt, wenn ihr einen guten Arzt habt oder zum Beispiel zu meinem geht, er wird euch Videos schicken, er wird euch zeigen, wie ihr das machen müsst. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ihr werdet komplett vorbereitet, wenn ihr zurückkommt, was ihr alles machen müsst. Ich durfte auch nach übrigens 10 Tagen duschen, ganz normal, aber halt das Gesicht sollte trotzdem noch geschont werden. Das heißt, ihr müsst echt aufpassen, dass euer Pflaster nicht nass wird. Bist du zufrieden und würdest du wieder zu dem Arzt gehen? Mittlerweile bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich glaube zu 100% eigentlich. Mir gefällt meine Nase. Meine Nase ist sehr, sehr natürlich im Vergleich zu anderen Nasen geworden. Wie gesagt, es ist hier noch leicht geschwollen, aber meine Nase gefällt mir übertrieben. Er hat es wirklich schön gemacht. Er hat es auch so gemacht, wie ich es auf dem Bild wollte. Und ja, also meinen Eltern gefällt es, Eren gefällt es. Was ich krass fand, dass Eren direkt bei diesen Entscheidungen hinter mir stand. Und Eren ist super, super glücklich mit meiner Nase. Er sagt selber, ich habe so eine schöne neue Nase bekommen. Und mir selber gefällt es auch extrem. Wie gesagt, es ist im Vergleich zu anderen Nasen auch sehr, sehr natürlich geworden. Es von vorne hat es kaum mein Gesicht verändert. Das finde ich richtig gut. Mir war es wichtig, dass meine neue Nase zu meinem Gesicht passt und meine Nase auch nicht zu krass verändert im Vergleich zu vorher. Und der Arzt hat es genauso hinbekommen. Also wirklich, meine Nase hat sich im Vergleich kaum, also mein Gesicht hat sich im Vergleich kaum geändert. Und ich bin mega glücklich deswegen und ich kann den Arzt auf jeden Fall empfehlen. Aber wie gesagt, mit dem Arzt muss man ja lange reden, weil ja, er versucht ja auch ein bisschen so seine Nasen sozusagen anzudrehen. Ich will jetzt nicht sagen andrehen, aber er hat auch so ein paar andere Vorstellungen, wie zum Beispiel die Nase aussehen könnte. Aber wenn ihr eine bestimmte Nase habt, die ihr haben wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dem Arzt verklickern, dass ihr die haben wollt. Das habe ich zum Beispiel gemacht und die Nase ist auch wirklich so geworden, wie ich es haben wollte. Genau. Nächste Frage: Wie hat dein Umfeld reagiert? Also, bei mir war das so, ich habe meine OP geheim gehalten. Außer meinen Eltern und Erin hat das niemand gewusst. Ich habe es generell so gemacht, weil ich möchte, ich bin ein Mensch, ich mag es nicht, wenn mir Menschen in etwas reinreden. Ich mag es auch nicht, wenn Menschen versuchen, dich vom Gegenteil zu überzeugen. Und ich mag es auch nicht, weil ich. Also, ihr müsst euch so, wenn ihr etwas macht, ohne dass jemand es weiß, dann fühlt ihr euch einfach
wohler in dem Sinne, dass kein Mensch Auge macht, kein Mensch urteilt, weil einfach keiner davon weiß. Und ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte nicht, dass es am Anfang jeder weiß, weil ich will nicht, dass man mir da reinredet. Ich will, dass ich es mache, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Ich will das machen, was ich will, ohne dass mir jemand reinredet. Und deswegen wusste keiner was davon. Meine Freunde haben mich auch eine ganz lange Zeit nicht gesehen. Ich hatte einfach gesagt, dass ich Uni-Sachen und sonst was zu tun habe. Und ja, am Anfang, ich weiß noch, ich war im Auto. Und eine Freundin sollte zu mir kommen. Das war auch schon ein paar Wochen nach der OP. Das war bestimmt drei Wochen nach der OP. Und ich weiß noch, damals, meine Freundin hat sich hingesetzt, ganz normal mit mir geredet. Und ich schaue sie an und sage zu ihr so: Merkst du eigentlich nichts anderes an mir? Merkst du keine Veränderung? Und sie guckt mich so an. Und die checkt gar nicht, was ich gemacht habe. Und ich so: Meine Nase? Und dann irgendwann war die so schock, weil ich das ja nicht erwähnt hatte, dass sie mich anguckt und meinte: Dreh dich mal zur Seite. Und die waren so schock, weil viele meiner Freunde das gar nicht wussten, dass ich die habe machen lassen. Also, wie gesagt, wenn man mich von der Weite sieht, hat man es gar nicht gesehen, aber von der Nähe hat man schon gesehen, weil einfach die Nase viel gerader war und schmaler und kleiner war. Aber ja, so viel zu dem Thema Umfeld. Also, ich habe ein total cooles Umfeld. Meine Freunde sind so chillig. Meine Eltern sind an sich sehr, sehr coole Menschen. Die sind zwar auch streng, aber ja, wie gesagt, da keiner hat was gesagt, jeder fand es extrem schön und jeder fand es auch einfach schön, dass es so natürlich war und dass ich nicht viel habe an mir machen lassen. Und ja, also meinen Freunden gefällt es extrem. Die meinten zwar, ich hatte es nicht nötig, weil meine Nase auch vorher schön war, aber ansonsten fanden die es top und die sagen selber, der Arzt hat es Bombe gemacht. Und ja, hast du jetzt Atemprobleme nach der OP? Nein, habe ich nicht. Ich kann sogar jetzt besser atmen. Er hat meine Nasenflügel kürzer gemacht. Also müsst ihr euch vorstellen, meine Nase ist, also der Huckel ist weg. Die Spitze oben ist runder und schmaler. Und er hat meine Nasenflügel einfach schmaler gemacht. Und obwohl meine Nasenflügel schmaler sind, kann ich ganz normal atmen. Ich habe gar kein Problem damit. Und meine Nase fühlt sich an wie vorher. Also ich kann euch nur die Angst nehmen, weil viele haben auch Angst, dass danach zum Beispiel der Geruchssinn oder ich weiß nicht, dieses Gefühl, wie die Nase vorher war, weggeht, aber das habt ihr nicht. Die Nase ist komplett für mich wie vorher. Jetzt, wenn ich zum Beispiel so mache, dann tut mir das auch nicht mehr weh wie vorher, dieser Huckel, weil der wirklich gegen meine Haut gedrückt hat. Und das habe ich jetzt alles nicht. Ich bin total happy. Hattest du Angst, dass du nicht mehr aufwachst wegen Narkose? Nein, Leute, ich glaube, Ärzte wissen, was die machen und eine Narkose ist auch nicht so extrem stark. Also, dass ihr, glaube ich, jetzt davon nicht mehr aufwacht. Also, ich hatte auf jeden Fall keine Angst. Der Arzt ist sehr vertrauenswürdig. Er gibt dir ein gutes Gefühl und ich glaube, das ist immer wichtig bei Ärzten, wenn ihr einen Arzt sucht, dass ihr immer ein gutes Gefühl bei dem Arzt habt, weil das ist das A und O, damit ihr auch jemandem einfach vertrauen könnt bei der OP. Wie konntest du sicher sein, dass der Arzt die gewünschte Form erstellt? Ich konnte nicht sicher sein, aber ihr müsst euch so vorstellen, der Arzt sagt euch, was seine Grenzen sind und was er machen kann. Als ich ihm das Bild gezeigt habe, was ich machen lassen will, meinte er auch sofort zu mir: Guck mal, ich kann es dir nicht so mini machen, weil es einfach gefährlich für deine Nase ist. Deine Nase kann einfallen, du kannst Atemprobleme haben. Er hat mir genau das Minimum gezeigt, wie kurz er die haben kann. Es hat mir gefallen, das war's. Der Arzt informiert dich, der Arzt sagt dir genau, was er machen kann, was er nicht machen kann. Und das fand ich gut und das hat mir auch die Sicherheit gegeben, dass er das gut macht. Tipps an diejenigen, die Angst zu nehmen, die vor einer OP stehen. Wie gesagt, Leute, ich hatte das auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt. Ihr braucht keine Angst haben, weil ihr müsst einfach daran denken, wie glücklich ihr im Endeffekt sein werdet. Und ich sag euch nur, wenn ihr einen guten Arzt habt und er euch gut aufklärt, dann geht diese Angst von alleine weg. Natürlich, man hat immer Angst, aber ich sag euch, geht mit diesem Gefühl rein. Ey, ich werde morgen als ein neuer Mensch aufwachen. Ich werde morgen glücklich aufwachen und ich werde mir diesen Traum erfüllen. So bin ich wirklich reingegangen. Und
das hat mir meine Angst genommen und ich bin jetzt der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin so glücklich mit meiner Nase. Und denkt immer an dieses Endziel, dass ihr glücklich sein werdet. Und ich glaube, dann geht diese Angst auch weg. Wie lange warst du krank geschrieben? Ich war gar nicht krank geschrieben. Ich war ja, wie gesagt, 2 Wochen da und danach durfte ich halt keinen Sport machen. Einen Monat lang und ja, keine schweren, so zu schweren Sachen irgendwie machen, wo meine Nase belastet wird. Wichtig war nicht zu viel in die Sonne zu gehen, im Sommer auf jeden Fall, damit das schneller abschwillt und halt natürlich aufpassen, dass man irgendwie nicht mit den Händen an die Nase drankommt und einfach ganz vorsichtig sauber macht. Und das Wichtigste ist, dass ihr nicht an diesen Wunden popelt oder kratzt oder sonst was. Ihr müsst die Wunden natürlich weggehen lassen. Ihr dürft, also ich durfte, als ich wieder in Deutschland war, mit so einem Q-Tip, so einem Wattestäbchen da, so ein bisschen an der Nase rumputzen, aber auch nur ganz leicht mit diesem Nasenspray. Also das durfte ich irgendwann machen, aber ja. Wie lange hat der Heilungsprozess gedauert? Wie gesagt, es dauert 2 bis 3 Jahre. Meine Nase wird meiner Meinung nach immer noch kleiner und schmaler, weil diese Schwellung, also die Schwellung ist hier am größten, ne? Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Meine Nase ist jetzt so. Und meine Nase müsste jetzt im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zeigen kann, aber die wird dann am Ende so aussehen, wenn diese Schwellung komplett weg ist. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, so, oder? Sieht man es? So. Genau, und hier ist halt noch diese leichte Schwellung, aber ansonsten ist meine Nase wirklich mega schön geworden und ich bin schon so zufrieden, aber er meinte, nach 2 bis 3 Jahren ist es dann perfekt. Ab wie vielen Jahren darf man eine Nasen-OP machen lassen? Soweit ich weiß, darfst du es ohne deine Eltern, also ohne die Einwilligung deiner Eltern mit 18 machen. Ab 18 Jahren darf man es. Es wird aber empfohlen, bis 21 zu warten, weil die Nase eben noch wachsen kann und sich verändern kann. Aber ob man jetzt so lange warten will oder nicht, ist eine andere Frage. Und ich glaube, wenn die Eltern es erlauben, darfst du es auch schon früher machen. Aber ich bin mir da nicht sicher. Aber ab 18 darf man es machen. Mit wie vielen Jahren hast du deine Nase machen lassen? Ich habe meine Nase mit 21 machen lassen. Ich fand es ein perfektes Alter. Ich war reif genug. Meine Eltern haben auch gesagt, okay, du bist 21, du bist auch kein kleines Kind mehr. Und die meinten selber, deine Nase ist ja jetzt sozusagen ausgewachsen. Wie gesagt, mit 21 ja die Nase ungefähr ausgewachsen. Und deswegen war das nochmal so ein Pluspunkt, dass ich die da habe machen lassen dürfen. Aber genau, ich habe es mit 21 gemacht, ich habe mich dafür reif gefühlt und ja, das war für mich eine gute Zeit. Aber ich hätte es auch früher gemacht, hätte ich das Geld vorher auch schon gehabt. Also ich hätte es bestimmt schon mit 19, 20 bestimmt gemacht. So, mir schreiben auch sehr viele, die schicken mir gerade so, wie deren Nasen aussehen. Ich kann euch Leute nichts sagen, weil ich weiß ja nicht, inwiefern wie eure Nasen wirklich aussehen. Aber setzt euch mit dem Arzt in Verbindung, schreibt mit ihm, schickt ihm Bilder und der Arzt wird euch genau sagen, was ihr machen lassen könnt. Ich weiß auch, dass ein paar Mädchen Bilder von meiner Nase gezeigt haben und meine Nase haben wollten und dass es auch geklappt hat. Und ja, genau. Und so, hier eine Frage von Adam. Hat Adam viel gelitten? Ja, der Arme hat viel gelitten. Der Arme, er hatte so Angst um mich, Leute. Ich erinnere mich nur, er hat Tag und Nacht mich so gepflegt, wirklich. Ich werde ihm das nie vergessen. Ich bin ihm so dankbar dafür. Er hat so gut auf mich aufgepasst. Er hat mir immer Essen geholt. Er ist sogar um 3 Uhr nachts, wenn ich irgendwie Hunger hatte oder so, dahin gegangen, hat mir was geholt. Er hat mich immer eingecremt, hat immer aufgepasst, dass ich mir nicht weh tue. Hat mir wirklich, also er war einfach rund um die Uhr da und wirklich, ich bin ihm so dankbar und er hat mich so unterstützt und er hat mich so gepusht, Leute. Ich habe voll oft so mir Gedanken gemacht, ob das schön aussehen wird und er meinte, ey, deine Nase ist so schön, du wirst dich so freuen, wenn du diesen Verband abmachst, deine Nase wird so schön aussehen und wirklich, der Junge hat mich so gepusht und dafür liebe ich ihn so sehr, wirklich. Also er war eine sehr, sehr große Stütze für mich. Und ja, Leute, das war's mit dem Thema. Ich hoffe, ich habe alles aufgezählt. Falls ich was vergessen habe, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Like das Video.
Kommentiert, was ihr von meiner Nase haltet. Kommentiert, falls ihr sowas machen wollt. Das würde mich interessieren. Und wie gesagt, falls ich was vergessen habe oder falls ihr noch was wissen möchtet, dann schreibt es da unten hin. Und genau. Abonniert uns auf jeden Fall für mehr Stories. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls ja, dann kommt wieder. Liked, kommentiert nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Bye.